Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln, aus dem Kaffee Spitz. Und mein Gast heute, Nasan Eckes. Hallo Nasan, ich grüße dich. Hallo Tom, ich grüße dich. Wie bist du auf dieses Kaffee gekommen? Ich habe gedacht, wir brauchen ein bisschen Ruhe, wenn wir sprechen. Also zum einen wohne ich nicht ganz so weit von hier, zum anderen finde ich zwar normalerweise kuschelige kleine Cafés besser, aber da wäre es jetzt so laut gewesen, dann hätten wir kein Wort verstanden und hier haben wir ein gemütliches Plätzchen. Darf ich ehrlich sein? Ich dachte, mich erwartet jetzt voll die Jet-Set-Lady und ich habe festgestellt, du bist irgendwie auch nur so frech und lieb. Nee, also deswegen hast du wahrscheinlich gedacht, wir treffen uns in einem Café, wo es so schicker und plüschiger und glamouröser ist. Nee, überhaupt nicht. Ich kann es noch nicht mal übel nehmen, wenn man das über mich denkt, weil das der Beruf natürlich mit sich bringt, aber privat bin ich nicht so. Ist mir nicht so wichtig. Im Gegenteil, ich mag es eher gemütlich, ich mag es eher ruhig, ich mag es eher so, wie halt jeder andere Mensch auch gern irgendwie ins Café geht oder was essen geht. Also unaufgeregt ist vielleicht das richtige Wort. Wie ist es eigentlich, wenn man da so zurückblickt auf die Karriere und jetzt merkt, man macht ProSieben an und Switch persifliert einen und Das ist ja fast ein Ritterschlag inzwischen. Obwohl, haben die das jetzt aktuell auch gemacht? Nee, noch nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die drehen im Moment. Also ach so, okay. Also ich habe das einmal gesehen. Nee, meine Schwester hatte mir das damals geschrieben und dachte und erzählte, oh, du bist bei Switch. Und so, ich so, oh mein Gott. Das kann nur schrecklich sein. Das kann ja nur schrecklich sein. Und dann habe ich vorher, bevor ich mir das angeguckt habe, überlegt, okay, was würde ich denn bei mir auf den Arm nehmen? Was ist denn bei mir so, dass, was sich immer wiederholt oder immer komisch oder gleich aussieht? Und dann habe ich mir das angeguckt und das war dann dieses perfekte, überbetonte. Und dann war ich fast schon wieder beruhigt. Ich hatte echt Angst, aber ich finde es lustig. Also ich glaube, man muss auch über sich selber lachen können. Klar bin ich auch manchmal so eitel, dass ich mich über etwas ärgere oder so, aber das war ja echt harmlos. Und so viel Humor habe ich dann noch. Du hast ein Buch geschrieben, Guten Morgen Abendland. Mhm. Was bewegt dich da? Das ist entstanden durch gefühlte Millionengespräche mit meinen Eltern. Also erstens hat mich genervt, dass die Diskussion über Türken in Deutschland immer negativ behaftet war und sie immer sowas Staatstragendes hatte, immer mit, oh mein Gott, wir sind alle verloren und so weiter. Ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Zudem kam, dass nie einer darüber gesprochen hat, wie das denn für die Eltern war, als sie hier rübergekommen ist. Also ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, die haben das nicht gelernt, die haben sich nicht integriert, die laufen immer noch rum wie in ihren anatolischen Dörfern und so weiter. Aber kein Mensch weiß, wie diese Menschen gelebt haben, als sie hierher kamen und wie das sich für sie angefühlt hat. Und dann ist irgendwann nach und nach so eine Geschichte in meinem Kopf entstanden. Ich habe gedacht, also erstens muss es positiv werden, auch wenn man mit Positivgeschichten immer weniger Aufmerksamkeit erregt als mit Skandalen oder Negativgeschichten. Und zweitens wollte ich unbedingt, dass meine Eltern ein bisschen erzählen und sich erinnern. Sie haben dann, das einzig Dramatische war, nachdem das Buch geschrieben war, haben sie mir viel spannendere Geschichten erzählt. Und ich dachte, verdammt, warum habt ihr mir das nicht vorher gesagt? Aber im Grunde genommen, denke ich, ist das ein kleiner Einblick und ein guter Einblick in das Leben einer türkischen Familie, wie das war, wie man hier aufgewachsen ist und so weiter. Natürlich kann man dem nie gerecht werden. Das ist ein klitzekleiner Ausschnitt aus meinem Leben und aus dem Leben so vieler Menschen in Deutschland. Wo siehst du die Unterschiede, wenn du Guten Morgen Abendland schreibst und im übertragenen Sinne Leute wie Thilo Sarrazin Gute Nacht Deutschland schreiben? Ja. Also bewegt dich das? Ja, natürlich. Also erstens ist die Herangehensweise natürlich eine ganz andere. Ich weigere mich, alles negativ zu betrachten. Ich weigere mich, Deutschland und alle ausländischen Mitbürger in Deutschland dem Untergang zu weinen. Ich glaube, damit kommen wir überhaupt nicht weiter. Ich war schon immer ein Mensch, der nur deswegen in seinem Leben so weit gekommen ist, weil er ausschließlich sich mit positiven Energien auseinandergesetzt hat. Weil er überlegt hat, okay, das und das ist schlecht. Ja, ich weiß, aber wie kann ich denn trotzdem mich durchsetzen, meine Ideen durchsetzen und so weiter. Und Thilo Sarrazin hat natürlich einen ganz anderen Ansatz gewählt und er hat sich an Statistiken bedient, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind. Da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich glaube, der Ansatz ist einfach, ich versuche immer zu betrachten, welche Chance haben wir und was läuft gut, nicht was läuft schlecht. Du hast aus deinem Buch im letzten Jahr
vorgelesen in den auch von Thilo Sarrazin benannten Problemschulen. Mhm. Bist da rumgereist und hast den vorgelesen. Wie kam das an? Ja, ich hätte vielleicht als Fernsehfrau tatsächlich mal auf die Idee kommen können, bei den Lesungen eine Kamera mitzunehmen, damit ich hätte beweisen können, dass es nicht so ist, wie wir alle sagen. Also ich habe eine ganz andere Welt von Jugendlichen erlebt. Ich kam dahin und hatte auch ein bisschen Angst. Also zum einen hatte ich Angst, dass man mich nur als Fernsehfrau nimmt und dass ich ausschließlich mit Fragen konfrontiert werde, wie wird man denn Moderatorin oder wie komme ich zu RTL oder so, was auch vorkommt. Nehme ich auch keinem übel, ist ja auch alles in Ordnung, aber als ich dahin kam, habe ich wirklich Leute getroffen, die aufgeschlossen waren, die interessiert waren und die vor allem ein einziges Problem hatten und das war, ja, warum sollen wir uns eigentlich anstrengen, uns will man ja hier eh nicht. Oder mit meinem Vornamen Ahmed oder Aisha oder Fatma komme ich ja sowieso nicht weit und das war tatsächlich etwas, was mich ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil ich natürlich auch anhand dessen, was ich gelesen habe, eine Erwartungshaltung hatte, wie die haben keinen Bock, die wollen nicht und denen ist das alles egal, das ist denen überhaupt nicht egal. Die haben alle sehr konkrete Vorstellungen von dem, was sie in Zukunft machen wollen. Die haben alle wahnsinnig aufgeschlossene Fragen gestellt, wo ich teilweise dachte, okay, wow, was antwortest du jetzt darauf? Und sie möchten was aus sich machen, sie möchten Deutsch lernen, aber sie blockieren sich selbst, indem sie totale Angst vor dem öffentlichen Bild haben, das sie nach außen hin abgeben und das wirklich als Hindernis sehen. Wir haben keine Chance, weil wir Ausländerkinder sind, also brauchen wir uns keine Mühe geben. Das ist das einzige Problem. Und wenn man das irgendwann überwindet, würden wir uns, glaube ich, alle wundern, was für Leute da in den Startlöchern stehen. Wie hast du es denn persönlich erlebt? Ich meine, du bist so ein typischer, junger türkischer Ehrgeizling. Da gibt es ja einige, die... wie hast du es selber erlebt, in den Beruf zu kommen? Irgendwann hattest du auch Mitarbeiter und alles. Mhm. Wie nehmen Menschen einen türkischen Chef wahr? Erstens. Zweitens, wie gehen Kollegen mit einem um? Wie kommt man voran? Mhm. Durch eine Quote oder was muss man da machen? Nee, also die Quotendiskussion gab es zu meiner Zeit, das ist ja schon lange her, die gab es dann noch nicht so. Und also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, wie man auf Leute zugeht. Und ich hatte ein sehr, sehr großes Selbstverständnis. Also ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, darf ich mich jetzt für diesen Job bewerben oder habe ich als ausländisches Kind irgendwie Chancen beim Fernsehen oder sonst was? Ich hatte aber auch das Glück, dass ich sehr deutsch aufgewachsen bin. Ich hatte einen ausschließlich deutschen Freundeskreis. Bis zum Abitur, da hatte ich meine ersten türkischen Freunde, die bis jetzt noch meine besten Freunde auch sind. Und ich glaube, ich habe mich so selbstverständlich in der Gesellschaft bewegt, dass auch die Leute genauso aufgeschlossen auf mich zugekommen sind. Und ich glaube, das ist das einzig wahre große Plus. Ich hatte keine sprachlichen Schwierigkeiten. Ich habe im Kindergarten sofort Deutsch gelernt. Ich habe in der Schule sofort Deutsch gesprochen mit meinen Freunden. Ich hatte natürlich irgendwann Probleme im Sinne von, oh, die feiern jetzt Weihnachten, wir nicht. Die feiern Nikolaus, wir nicht. Der Osterhase kommt und bei uns nicht. Und meine Freundinnen dürften immer länger ausgehen als ich. Ich durfte früher keinen Freund haben und so weiter. Aber ich habe so nach und nach diese Dinge versucht umzusetzen oder die Probleme anzunehmen. Aber was ich wirklich nie zu einem Problem gemacht habe, ist meine ausländische Herkunft. Ich glaube, da haben mich meine Eltern viel zu selbstbewusst erzogen. Die haben gesagt, Türkei ist ein tolles Land. Es ist schön, aus so einem Land zu stammen. Du musst dich für nichts entschuldigen oder rechtfertigen. Im Gegenteil, ich bin immer in die Welt hinausgegangen und habe gesagt, hey, die Türkei ist toll. Und komm doch zu mir und dann erkläre ich dir mal, wie das bei uns in der Familie so abläuft. Also es klingt jetzt alles sehr spielerisch, sehr einfach. Natürlich gab es hier und da Probleme, aber im Großen und Ganzen habe ich einfach es nicht als Hindernis betrachtet, türkischer Herkunft zu sein und bin mit diesem Selbstverständnis in die Berufswelt gegangen und hatte Gott sei Dank, toi toi toi, nie Probleme. Erstmal, wem sagst du das? Und zweitens, toll natürlich. Jetzt noch zum Abschluss. Du bist ja verheiratet. Ich lasse aber jetzt die Bild der Frau-Nummer weg. Du warst aber mit deinem Mann in der Türkei, hast Urlaub gemacht, nicht wie früher, so 3 Tage im Auto hinreisen, sondern einfach mal hingeflogen. Mhm. Wie wird der angenommen von deiner Familie? Zum Glück sehr gut. Also zum einen ist er ein aufgeschlossener Mensch, ein kulturell aufgeschlossener Mensch. Also die Familie Kohl besteht nicht nur aus einer Nation, sondern aus 3, 4 Nationen sogar. Und zum anderen habe ich inzwischen eine so entspannte Familie, dass die alle sagen, ja, okay, wir kennen ja Nasa in Belgien und Juliet, also meine Geschwister, die sind halt in Deutschland aufgewachsen, bei denen ist es alles ein bisschen anders. Die lieben uns einfach so, wie wir sind und auch meine Oma ist zwar ein wahnsinnig konservativer Mensch und hat ein ganz anderes Leben geführt, als ich das heute führe
Und mag es immer noch nicht, wenn ich ein zu tiefes Dekolleté trage oder einen zu kurzen Rock, was ich aber auch auf dem Land in der Türkei niemals tun würde, aus Respekt. Aber sie nimmt mich so an, wie ich bin, und sie nimmt auch meinen Ehemann so an, wie er ist. Und das finde ich ganz großartig. Fantastisch. Ich danke dir. Zum Schluss kommen immer drei Begriffe und ich bitte um drei kurze Assoziationen. Okay, nehmen wir. Du bist aktiv im Ronald McDonald House. Bist du auch manchmal bei McDonald's? Was ist dein Lieblingsburger? McChicken. McChicken. Mhm. Cem Özdemir. Mhm. Respekt. Also ich glaube, er ist für viele Menschen einfach aufgrund der Tatsache, dass es in der Politik so weit gebracht hat, eine Respektperson. Im Einzelnen mit seiner Politik, ob er jetzt Gutes oder Schlechtes fordert, sei einfach mal dahingestellt. Ich glaube, er ist und bleibt für viele eine Vorbildfunktion. Harpe Kerkeling. Ein großartiger Mensch, ein großartiger Entertainer und absolut einzigartig. Liebe Nazan, ich danke dir für dieses Gespräch. Wer in die Stäße Lampsöhle. Dankeschön und ich bedanke mich auch bei euch, meinen lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Anke Domscheit-Berg, das wird dich auch interessieren, die sich vor allem für Frauenpolitik einsetzt und Open Government. Bis zum nächsten Mal.